So, ihr Lieben. Ihr habt es gesehen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. 500 Abonnenten. 500 Abonnenten in 8 Wochen. Ich bin total platt. Total platt. Mir fällt wirklich da echt gar nichts mehr dazu ein. Ich danke euch. Ich danke euch viel, viel, vielmals, dass ihr meinen Kanal mögt, dass ihr ihn abonniert habt, dass ihr meine Videos gerne schaut. Ich danke euch wirklich total dafür. Und ich habe überlegt, was mache ich nur, um euch ein bisschen von dem Dank zurückzugeben, möchte ich eine kleine Verlosung starten. Ich glaube, das ist auch so üblich. Viele andere machen das auch. Natürlich machen sie es auch, weil jeder ist ja dankbar für die vielen Abonnenten. Und 500 ist ein guter Anlass für eine kleine Verlosung. Ich habe einen Preis mir ausgedacht, den ich gerne verlosen möchte. Den werde ich euch jetzt zeigen. Und dann sage ich euch noch, was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen. Also um mit in den Topf zu rutschen. So, und zwar habe ich für euch speziell gebastelt ein kleines Journal. Es kommt in dieser süßen kleinen Organza-Verpackung hier. So kommt es zu euch. So, und so schaut das Ganze aus. So schaut es von vorne aus. Ich tue mal jetzt die 500 weg. Das lenkt ein bisschen ab, das Bunte unten drunter. So schaut es aus. Von vorne und von hinten. Es ist also mit selbstgemachten Papieren teilweise. Es ist mit ausgedruckten Papieren. Es ist mit allem Möglichen. Ich zeige es euch einfach. Ich mache es jetzt einfach auf. Es hat diese schöne... diesen Bandverschluss, ganz einfach. Es hat zwei verdeckt eingebundene Signaturen, wie ihr seht. Also man hinten sieht man nichts. Da könntet ihr jetzt noch auf den Rücken noch einen Titel drauf machen. Vielleicht, wenn ihr es als Kalender nutzen würdet, die Jahreszahl oder Tagebuch oder was auch immer ihr damit macht. Oder du als Gewinner, was du damit machst. Die Gestaltung des Titels ist auch noch nicht abgeschlossen. Da kann man natürlich auch noch einiges mit anfangen. Aber ich wollte dir da nicht allzu viel vorwegnehmen. Vielleicht hast du noch ganz andere Ideen dazu. Und wir blättern es einfach zusammen kurz durch. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet oder nicht. Ich sage jetzt gar nicht viel zu den einzelnen Seiten. Ich blätter einfach mal durch und sage vielleicht höchstens, was so selbstgefärbtes Papier ist oder so. Das zum Beispiel ist hier so ein selbstgefärbtes Papier. Alle stärkeren Papiere, die ein bisschen dicker sind, sind mit diesem spitzen Rand hier versehen. Seht ihr, da ist eine Menge Spitze am Rand. So, und ich blätter einfach so eine Runde durch, damit ihr sehen könnt, was drin ist. Hier ist eine kleine Tasche, Pocket, ist aber noch leer. Das ist ein Stück aus einem Papier von der Luise Heinzel. Das war ein Fehldruck tatsächlich, den ich gemacht habe von dem neuen Set, was sie hat. Und das habe ich aufs falsche Papier gedruckt. Also was heißt Fehldruck? Also es war einfach nur nicht das Papier, was ich eigentlich nehmen wollte dafür. Das ist also ansonsten ist es völlig in Ordnung. Hier habe ich ein bisschen gestempelt, kann man noch schreiben. Auch, es gibt genügend Platz zum Schreiben in dem Journal. Es gibt immer so ein paar kleine Stempel. Das Papier ist auch selbst gefärbt. Die Rückseite ein bisschen gealtert. Hier haben wir einen kleinen Tag drin mit Platz zum Schreiben. Wieder Platz zum Schreiben und ja, gestempelt, einige kleine Sticker gestempelt, selbstgefärbtes Papier. Das hat einen ganz leichten Schimmer. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann, dass es so ein bisschen schimmert. Das ist eigentlich sehr schön. Das ist kaffeegefärbt, ja. Dann wird ein bisschen gestempelt. Hier haben wir eine Tasche, da sind zwei Karteikarten drin, die sind ganz leer, da könnt ihr dann drauf schreiben, was immer ihr wollt. Hier haben wir ein kleines Bellyband, da haben wir unsere vier Freunde von der Luise aus dem neuen Set drin. In der Mitte der Signatur habe ich ein paar Perlen eingebunden, die hängen aber unten raus, sodass ihr also das problemlos nach oben oder nach unten legen könnt, um dann entsprechend ja, dass beim Schreiben nicht, dass es nicht im Weg ist. Ne? Genau, so, dann geht es weiter. Das ist aufgeklebt. Stempel. Hier ist wieder ein kleiner Tag drin. Selbstgefärbtes Papier. Also ich habe einige kleine Motive gestempelt. Es ist genug Platz zum Schreiben überall. Hier haben wir einen kleinen Tagspot. Da kann man natürlich auch was anderes reinstecken, ist ja ganz klar.
wieder das gefärbt, selbstgefärbte hier. Platz zum Schreiben, Platz zum Schreiben. Das Rückseite von dem Luise-Papier. Hier ein bisschen Glitzerstoff. Zwischen den beiden Signaturen, ja, zwischen den beiden Signaturen befindet sich eine Blume. Wenn ihr das öffnet, gell? Da ist kein Platz zum Schreiben, es ist einfach nur diese Blume da. Gut, da haben wir wieder ein bisschen was. Das ist ein Sticker, ein antik wirkender, selbst gefärbt. Ein Tab aus einer Strickanleitung oder Stickanleitung war das. Kleiner Seitentab. Hier haben wir eine Specimen-Card mit einem Blatt aus meinem Garten. Kann man auch noch was schreiben drauf, wenn man möchte. Die Mitte der anderen Signatur kann man auch die nach oben oder unten legen, die Perlen, wie man es will. Selbstgefärbt. Selbstgefärbt, selbstgefärbt, ein paar Sticker, ein paar Stempel, selbstgefärbt. Gestempelt, gestempelt, das wieder von dem Luise-Papier. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ja, Friends Forever, Originalgut und Bastel 2022. So, das war's. Da sind wir durch. Das gibt's zu gewinnen. Um zu gewinnen und um in den Lostopf zu kommen, möchte ich euch bitten, mir eine E-Mail zu schreiben. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Diesen Beitrag auf YouTube zu liken und einen Kommentar dazulassen, bitte. Diese drei Dinge müsstet ihr tun. Ich schreibe das auch nochmal in die Infobox. Und ich werde dann aus allen Kommentaren, werde ich hier auslosen, wer gewinnt. Die Verlosung läuft jetzt eine Woche. Das Enddatum packe ich euch unten in die Infobox. Bis dahin könnt ihr teilnehmen. Danach werde ich die Kommentare hier schließen und wir machen die Verlosung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, das kleine Journal zu gewinnen. Ja, und ich freue mich auf eure Kommentare und ich möchte mich nochmal ganz, ganz mega herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr meinen Kanal unterstützt, dass ihr da seid, dass ihr regelmäßig schaut, dass ihr mir Kommentare da lasst. Und ich finde diese Junk Journal Community einfach fantastisch nett und freundlich und liebevoll miteinander. Ich finde es wirklich super, super schön. Ich möchte, dass es so bleibt. Und ich möchte gerne ein bisschen zurückgeben, da durch diese Verlosung ein bisschen an euch zurückgeben. Also nochmal vielen herzlichen Dank für 500 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Und nehmt an der Verlosung teil, Leute. Nehmt teil. Tschüss.